Achso, ich muss wieder hier raus. So gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Warte mal, wir haben doch noch. Wir haben doch noch die eine Mission hier. Die hier. Die Prüfung. Habe ich noch irgendwas an Sachen dabei, die ich wegpacken kann? Kaufen wir das doch mal eben. Und die ist wo? Die ist sogar hier hinten auf der Karte. Nice. Da links. Leichen geben keine guten Killer. Von hinten hier. Bereit zum Zaubern. Dann komm schon, bring wir es hinter uns. Hier drin ist es heißer als in der Achselhöhle eines Feuerteufels. Bist du Phil? Ich will dir helfen, solange du zahlst. Echt jetzt? Oh, du wunderbarer was und wer auch immer du bist. Hör zu, ich sitze hier drin echt in der Scheiße. Die hiesigen Piraten halten mich aufgrund meiner Stimme für böse. Und weil ich in einer Höhle lebe und Magie wirke, und unter sozialer Phobie leide. Sie werden mich töten, wenn mich nicht ein Piratenanwalt vor Gericht verteidigt. Ich bin aber kein Piratenanwalt. Pah, absolut jeder kann Piratenanwalt sein. Sag einfach, Ahoi, ich bin ein zugelassener Piratenanwalt und alles ist gut. Eins nach dem anderen, da muss irgendwo ein Hebel sein, um mich aus diesem sich schnell überhitzenden Sarg zu befreien. Moment. Der Kerl klingt auf jeden Fall richtig böse. Wer sagt uns, dass er das nicht ist? Sei doch nicht so voreingenommen, Valentine. Seine Stimme sagt doch nichts über seine Persönlichkeit aus. Ja, Mann. Das ist stark. Stimmistisch. Okay, okay. Was will er? Das wollte ich gerade erklären, bevor du hier so eine Riesenwelle gemacht hast. Hör zu. Ich hatte in meinem Leben schon so viele Probleme mit Menschen, die dachten, ich sei böse, dass ich ein Zertifikat der Nicht-Boshaftigkeit von Königin Arschgaul persönlich bekommen habe. Es liegt in meiner Höhle. Damit kannst du meinen Namen vielleicht reinwaschen. Alles klar. Holen wir diesen total vielleicht nicht bösen Typen da raus. Und der wird sowas von böse sein. Soll das? Nein, nicht. Wer bist du? Ich will nicht. Phil! 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 Du bist auf den ältesten Trick der Welt eingefallen. Ein Hebel, der wie ein Entwicklungshebel aussieht. Ich bin. Ich mach dich fertig. Nimm einen Fels in die Schlucht. Dein Fenster zahlt. Stechend kalt! Das kommt davon! Also
so gut. Der Kerl behauptet ein Zertifikat der Nichtboshaftigkeit von Arschgaul in seiner Höhle zu haben, richtig? Oh, hey, du hast dir etwas ganze 17 Sekunden lang gemerkt. Ich staune über dein tolles, tolles Gehirn. Danke. Solltest du auch. Dann müssen wir wohl den Weg finden, was? Ganz genau, Trottel. Findet den Weg. Noch eine Wegbeschreibung und dann zeigt nur, wo die Stadt hier ist. Dann solltet ihr einen Einheimischen fragen, was? Ach, glaube, hier sind wir schon hergelaufen. Typ da sieht aus wie ein Einheimischer. Vielleicht hilft er uns. Ja, aber wir müssen uns entsprechend verhalten. Also piratisch. Was willst du? Deinem Aussehen nach bist du kein Pirat. Oh, ich bin definitiv ein Pirat. Ahoi! Siehst du? Das war echt filmreif. Oh, du bist also ein Pirat, ja? Du musst es auch beweisen. Wie willst du das machen? Wo ist Phils Höhle? Ich werde sie plündern. Eine tolle Idee. Ich liebe das Plündern. Dieser Weg führt zu Phils Höhle. Du brauchst aber Glück, um hineinzugelangen. Oh, und ein paar andere Seebären sind ebenfalls dorthin aufgebrochen, um sie zu plündern. Du hast also Konkurrenz. Ihr habt eine Gedichtseite gefunden. Okay, dann komme ich da nicht hoch. Ich bin schon wieder irgendwie, wenn man da hochkommt. So soll das also laufen. Wie? Ist das? Daran könnte ich mich gewöhnen. Sollen wir da reinkommen? Ich
hätte nicht übel, um diesen Zauberer Kiel zu holen. Wir haben drei Hebel. Na los, die Lösung muss in der Nähe sein. So boah, halt doch mal die Klappe, lass mich mal gucken. Du musst die Dinger so drehen. Dachtest du, ich weiß das nicht? Wenn es doch nur ein Bild in der Nähe gäbe, das die Lösung offenbar... Ich weiß die Lösung doch, du musst das so drehen. Das ist ein Symbol ergibt. Müssen wir nur noch dieses Zertifikat der Nichtboshaftigkeit finden. So. Aber ich traue ihm immer noch nicht. Und ich habe das nicht mal gesehen. Ja, oder? Ich habe ihm keine super böse Stimme gegeben. Das warst du. Vielleicht. Ich habe erst gedacht, irgendwas mit den Knochen. Wie viele Vorurteile meine Spieler haben? Schon mal daran gedacht? Ich gebe zu, daran habe ich nicht gedacht. Ja, hast du nicht. Na schön, ich bin ein Stimmist. Seid ihr jetzt zufrieden? Hey, Einsicht ist der erste Schritt. Komm schon. Ist ein paar Nervensägen. Jetzt tu, was ich dir sage. Das ist echt enttäuschend. Was? Hast du ein super gruseliges Versteck für Bösewichte erwartet? Oh, nein. Nein. Nein, nein, nein. Vielleicht. Egal. Finden wir dieses Zertifikat. Siehst du? Siehst du? Das sah super böse aus. Hältst du immer noch daran fest? So ein Mist. Es ist echt. Und das ist der rechte Hufabdruck von Königin Arschgaul. Den erkenne ich überall. Siehst du, er ist nicht böse. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt müssen wir uns nur noch einen Weg in Strolchsein hineinschauspielern. Die Chancen steigen! Ja, noch mehr Köpfe zu bekommen. Oder die falsche Entscheidung. Du bist trotzdem tot. Ich
gerade sagen, hä, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt habe ich gerade erst gesehen, wir waren ja schon auf dem Weg. Wir waren ja schon mal hier. Die Frage ist, wie kommt man nach da oben? Was haben wir denn hier? Gefällt mir das schon besser. Beim heiligen Klabautermann, da bist du ja wieder. Oho, diese anderen Taugenichtse haben euch also nicht umgebracht. Ich hätte ein Boot darauf verwendet. Sie haben es versucht, aber ich war schneller. Schön, schön. Piraten zu töten ist ganz schön piratenhaft. Dann kann ich dich ja reinlassen. Aber ich rate dir, diesen Schielauge-Phil nicht zu verteidigen. Der Freak ist noch fieser als Malevotron der Ungnädige. Oder ich will nicht mehr Sir Finbreaker heißen. Aber so heiße ich. Ich werde dir das Tor öffnen. Ich glaube, wir müssen hier gleich mal hoch und gucken wegen den Loot hier. Wir können, glaube ich, richtig rumlaufen noch, ne? Ja, da bekommen wir. Ach, guck mal, wir haben zwei neue Quests freigeschaltet. Aber du solltest gerade wissen, dass du nicht so einfach zum Gefängnis kommst. Das Tor ist fest verriegelt wegen dieser gruseligen Totems, die Schielauge Phil überall in der Stadt aufgestellt hat. Die echt ansehnliche Wache da oben lässt niemanden durch, bevor sich jemand darum gekümmert hat. Phil platziert also gruselige Totems in der Stadt? Das könnte schlecht für unseren Fall sein. Dann lass uns die Beweise zerstören. Ganz einfach. Da sind wir einmal der gleichen Meinung. Zerstören wir Beweise. Da ist so ein toter Geistergeist, der Hilfe braucht, um sich an seinem Riesenarsch von Boss zu rächen, der zufälligerweise total böse ist. Ich meine, alle mögen Rache und hassen das Böse, richtig? Außer den Bösen, schätze ich, aber den stört's. Wir machen das erstmal mit Phil fertig. Wow, wo kam das Ding denn her? Ich hab da eine Theorie. Magst du sie den anderen auch verraten, Fred? Nein. Nein, halt die Klappe. Sehr hilfreich, danke. Eisiger Tod. Die Dinger waren da, um die Viecher abzuhalten. Wetten? Wetten? Die werden nachher die ganze Stadt überfallen, weil wir die Totems kaputt gemacht haben. Könnte schon fast besser sein als unserer. Mal sehen, wie weit wir diese bösen Jungs ausstrecken. Ah, okay. Ich würde ein bisschen mehr Schild geben, aber ich will es jetzt nicht unbedingt kaufen. Wer weiß, ob ich nicht was Besseres bekomme. Du bist nur so gut wie deine Klinge. Ja,
Wirkung von Zaubern erhöht den Frostschaden für 12 Sekunden und 12% für 5 Sekunden. Die wäre nicht schlecht. Hier haben wir schon eine Waffe, die effektiv ist gegen Fleisch. Also. Die 102. Ich muss zugeben, ich brauche deine Hilfe. Okay, ich erkenne hier ein Muster. Noch ein Hinweis, dass meine Theorie richtig ist. Er hat es aufgestellt, um die Leute zu schützen. Bist du nicht zufällig bereit, deine Theorie zu teilen? Nein, bin ich nicht. Eine neue Ladung Feiglinge zum Töten. Ins Jenseits. Ich muss ja noch einen Totem kaputt machen. Mehr Fleisch für den Wolf! Ist mal genug gespawnt hier oder wie oder was? Doof ist eine Leiter da. Weißt du, es scheint, als hätte Phil diese Totems platziert, um die Piraten vor den Monstern zu schützen. Das habe ich direkt gesagt. Ha ha ha!
sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Toter geht's nicht. Wo kam der denn jetzt her? Zurück und keinen Schritt weiter. Du hast hier nichts zu suchen. Oh nein. Also, danke, dass du diese Totems beseitigt hast. Aber hier haben nur Piratengefangene, Piratenwärter, Piratenrichter und Piratenanwälte Zutritt. Nun, ich bin Piratenanwalt und möchte Phil verteidigen. Ich habe eine Zulassung und das alles. Oh, na schön. Verzeiht mir eure Ehrbarkeit. Wenn das so ist, darfst du passieren. Oh, na dann viel Glück bei der Verteidigung von Schielaugefell. Du wirst es brauchen. Der Kerl ist böser als Bösbert, der böse Herr des Bösen. So wahr ich Churl Finbreaker heiße. Und so heiße ich. Das ist das gute Zeug. Thank you.
Raus, habe ich gesagt. Niemals langweilig. Ja, yeah, Stufe 30. Wimpernherz haben wir gerade bekommen. Boah, Skills. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, was ich skillen soll, aber ich denke mal, Zauberkraft. Habe ich immer Fähigkeiten drauf? Nein. Wir machen mal Geschicklichkeit mit rein. Was sagt man dazu? Der braungebrannte Gilbert hat mich persönlich zu einer salzigen Sause in seinem Unterschlupf eingeladen. Die Jungs und Mädels verstehen was vom Feiern. Es gab Seemannslieder, es wurde getanzt und man konnte so viel alkoholfreien Grog trinken, wie man wollte. Gilbert hatte tief ins Glas geschaut, als er mich aufgefordert hat, seiner Mannschaft beizutreten. Aber ich könnte meinen Zwillingsbruder nie verlassen. Er braucht mich. Gut, suchen wir unseren Klienten. Vielleicht steckt er noch in dieser Kiste. Denn hier nie seine Ruhe. Rechte, hat man hier nie seine Ruhe. Du Glückspilz. Keine Antwort. Er ist nicht da drin. Er ist weg. Verdammt, sie haben ihn wohl schon ins Gefängnis gebracht. Wir müssen ihn aufspüren. Dann müssen wir wohl rausfinden, wie wir da hochkommen. Das scheint unser einziger Weg vorwärts zu sein. Oh Mann, hoffentlich nicht noch ein Rätsel. Nein, wackelige Plattformen an der Klippe. Oh, toll. Wait, what? Verschlossen aus. Ja, aber es gibt immer einen Weg rein.
außer es ist eines der Gebäude, dessen Innenleben der Bunkermaster noch nicht ausgearbeitet hat. Die sind nur Dekoration. Was redest du denn da, Fred? Ich bin nur Meter. Du bist nur schräg. Hey, wer liegt da zum Erfolg? Fies, hässlich, wütend. Sie sterben genau wie der Rest. Eisiger Tod. Ich habe all die Magie, die ich brauche. Was haben wir da denn? Zauberstab sucht den Zauberer. Okay. Ach, hat er schon ausgerüstet. Komm nicht dran. Bitte? Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Hier ist bestimmt nachher ein Weg im Geräumer. Toll. Drei, weil du dir Mühe gegeben hast. Ja, ich bin total falsch. Zaubern, um mich zu werfen. Dafür gibt es heute Abend ein extra Leckerli. Cool, noch eine Waffe.
Ich regeneriere Gesundheit über den Schaden. Wie soll es ablaufen? Verzaubert. Solange die Action Skill aktiv ist, wird die Dunkelmagie um 20% erhöht. Nice. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Muss ich aber erstmal wieder zu Füll zurückkehren. Ja, das kann etwas dauern. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich glaube, wir sind von hier aus, glaube ich, gegangen, ne? Und dann da rüber. Ja, da geht's wieder raus. Okay, das funktioniert nicht. Mal wieder. Auch nur eine Idee, darüber zu springen, aber ich denke mal, gibt es auch einen anderen Weg, irgendwie vielleicht von da oben her oder so. Sieht mich irgendwie so aus, als gäbe es da irgendwie noch einen Weg, dass man da hinkäme. Also irgendwo musste ich hoch. Ich glaube, hier rum war das. Schau her, du Freibeuter! Diese Wand sieht brüchig aus. Oh, in der Tat. Manchmal mache ich mir einfach eine Tür, wenn ich keine finde. Echt? Wie heißt dieser Zauber? Nein, ich meine mit einer Explosion. Ach, du bist nur ein einfacher kleiner Mann, oder? Ich bin nicht klein. Okay, ihr seht eine Kanone. Wow, du kommst uns echt entgegen, was? Tja, ich wollte nicht, dass ihr festhängt. Festhängen hat Längen. Bald wirst du mir dienen. Ihr werdet mir alle dienen. Boom. Das siehst du gerne. Krieg dich wieder ein, Armleuchter. Wir müssen noch unseren Klienten finden. Echt, also, ich habe mir die Statuten des Piratenrechts durchgelesen. Ihre gesetzliche Definition von böse lässt viel Raum für Interpretation. Ach ja? Und wo kann ich das bitte schön nachlesen? Anhang R. Ha! Was? Du... kapierst du's nicht? Dann vergiss es. Ah, jetzt verstehe ich. Wirklich? Nein. Wegen dem R.
an, was da die Strickleiter. Verpiss dich ins Jenseits! Grabeskälte! Das wird vorbei sein, bevor du es bereuen kannst. Wie komme ich jetzt da hoch? Oder einfach mal die Treppe. Keine Gnade! Die Luft wird eisig! Nicht der Rede wert! Ja, genau wie wir es geübt haben. Phil, bist du da drin? Dunkelheit der Ecke tritt ein super duper normal aussehender Hombre. Oh mein Gott, du bist tatsächlich hier! Ich dachte, ich müsste sterben. Hast du mein Zertifikat? Allerdings, mein Freund, ich hab's genau hier. Puh, was bin ich erleichtert? Hast du schon eine Verteidigungsstrategie? Sie werden meinen Fall jeden Moment aufrufen. Ruhe im Gerichtssaal! Ich bin Richter Boll! Bringt den Gefangenen namens Schielauge Phil rein! Hey, komm schon! Phil reicht! Ihr seid die Einzigen, die mich so nennen! Als Maulspinner! Arschloch. Das hab ich gehört! Scheiße. Falls jemand diesen eindeutig bösartigen Sattsack verteidigen will, so möge er sich jetzt bei Gericht melden. Gibt da bestimmt mal wieder einen Bossfight oder so. Mit der Waffe. Erstmal auf. Obwohl, was ist mit dem hier? Okay, das ist was anderes. Das ist Clownbringer, das bringt uns nichts. Ach, der kann weg. Und die Taschen leer machen, wer weiß, was da gleich kommt. Den könnten wir uns gönnen. Dann kriegen wir sogar alles hoch. Das muss ich sagen, kaufen wir uns den direkt mal. Solide Ausrüstung. Den holen wir uns direkt. Ich muss nochmal nach den. Ja, ich muss die Klamotten mal ändern von der Farbe her. Die sehen so komisch aus. Einkaufen und dann einmal Kohlenstoff verkaufen. Nee, brauche ich nicht, aber danke. Eigentlich schlecht, weil überall Minus drauf ist. Bitte, komm. Frieden.
Kinder! Nimm deinen Platz auf dem Podium ein, wenn du vorhast, diesen Schwachkopf zu verteidigen! Schwachkopf geht nun wirklich zu weit. Nun dann, berate dich mit dem Beschuldigten, der wahrscheinlich schuldig ist. Wir fangen jeden Moment an. Okay, wie lautet dein Plan? Was hältst du davon, wenn ich sie stattdessen einfach alle töte? Nein! Zeig einfach das Zertifikat und sag ihnen, dass ich ein netter Kerl bin, der nur helfen will. Das Gericht tagt jetzt. Der halbwegs ehrenhafte Richter Boll hat den Vorsitz. Das bin ich. Richter Boll, wir sind hier, um den Fall eines gewissen Schielauge Phil zu verhandeln. Er wird von so gut wie allen beschuldigt, super böse zu sein. Falls die Verteidigung Beweismittel vorzulegen hat, möge sie das jetzt tun. Euer halbwegs Ehren, dieses Zertifikat der Nichtboshaftigkeit von Königin Arschgaul bestätigt, dass er absolut nicht böse ist. Ein was? Oh, ich, Einspruch. Abgelehnt. Verdammt! Moment mal, das geht so nicht. Noch so eine Trickserei und ich belange dich wegen Missachtung des Gerichts und überhaupt. Na, und jetzt muss ich mich mit meinen Beisitzern über die vorgelegten Beweise beraten. Ja, könnte sein, ja, möglicherweise, ja. Hinterrind. Hinterhalt. Hinterhalt? Na, das läuft nicht so gut. Es wurde festgestellt, dass das Zertifikat der nicht... Ich will nicht sterben! Genau so gefällt mir das! Okay, hätte ich doch die Typen töten sollen? Einfach ins Bein schießen sollen? Ich hab nur das Kutum gesehen, deswegen hab ich gedacht, ich mach's einfach kaputt. Ich hab den Text zu spät gesehen. Zauberslots sind bereit. Bevor du es bereuen kannst. Ist es vorbei? Die Sitzung wird vertagt. Meine Güte. Ich wollte nicht, dass es so läuft. Ich war für Leben und Leben lassen. Weißt du, ich glaube, ich muss was Tiefsinniges zur Natur des Bösen sagen. Und das wäre? Das, Moment. Ich denke nach. Schon okay, lass dir Zeit. Das Böse ist scheiße.